Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Part von Rabbids und Mario Sparks of Hope. Jo, ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum fangen wir nicht da oben bei dem Turm an, sondern hier unten. Ich will erst das Tor hier einmal machen. Weil die Karte mir sagt, dort kriege ich einen Spark. Also ich kann das hier auch nochmal zeigen. Da ist dieses Spark-Symbol. Und deswegen will ich das zuerst machen. Danach machen wir den Turm. Weil ich denke mir, wir werden jeden Spark ruhig gebrauchen können. Das ist ein interessantes Level. Ja, Spark hat ein Megafon in der Hand. Okay, Gruppenschläger sind hier schon mal nicht gebraucht. Und ich denke mal, Baby Peach kann ich auch nicht gebrauchen. Dann kommen die Mario Brothers wieder zum Einsatz. Let's go. Ach so, das ist keine Kampfmap, das ist eine normale Map. Na gut, ich niete trotzdem alle um. Einmal kurz von oben gucken. Ja, das schaffen die schon. Ach komm. Wenn ich mit jedem mit Raserei reinniete, dann sind die schon tot. So, kommt ruhig in meine Nähe. Jo, mit dir mache ich einen Teamsprung hier rüber. So, möge dir brennen. Komm, rennt doch in ihre Gegenwart. Okay, wir drehen noch mal in die andere Richtung um. Mit beiden. Sie ist es, die rüberwandern soll. Hat so gepasst. Sonst noch wer? So. Okay, die Gegner hier sind relativ easy. Ich will ja auf jeden Fall den Spark da hinten. Im Übrigen, Leute, nachdem diese Rabbit-Woche um ist, ich habe mir schon überlegt, wie ich das Projekt dann weitermache. Es wird dann jede Woche nur ein Rabbits-Video geben. Ich würde sagen, stets freitags. Aber dafür, dass es dann nur ein Part... jede Woche ist es dann stets ein paar zwischen 25 und 35 Minuten, damit ihr auch was davon habt. Weil ich will erstmal die Projekte, die ich momentan schon hatte, beziehungsweise gehabt habe, erstmal fertig kriegen. So, Gretchen. Teamsprung. So, auf dich drauf hüpfen. Dir eine Grätsche geben. So. Bin bereit zum Säbeln. Minus eins. Treffe ich auch von hier? Müsste.
Da passt so schon. Und tschüss. Ja, die Gegner hier sind echt nicht schwer. Vielleicht sollte ich den Schwierigkeitsgrad mal höher stellen. Das Spiel wirkt schon recht einfach. So. Die haben gut Schaden gefuttert. Viel zu leicht. So, dir gebe ich eine Grätsche. Und spring dann rüber. Auch mit dir. So, hoffentlich komme ich nah genug. Ich könnte auf den Feuereffekt einfach mal eben kurz wetten. Mario hat ja eh noch seine Sicht. Hab erwischt. Easy. So, die machen wir als nächstes weg. Guck mal, Leute, ich schneide bisher keinen Kampf raus. Nur bei der einen Folge habe ich ein bisschen den Kampf rausgeschnitten. Weil der Kampf extrem zu lang ging. Ja, dich kann ich einfach mit Grätschen vernichten. So, einer stellt sich mal eben kurz hier hin. Damit ich rüberspringen kann. So, den wollen wir safe tot haben. Ich mache mal eben kurz Platz für Rebella. Man nimmt jetzt einen Feuerangriff. Schickt die rüber und macht dann erstmal diesen Klingensturm. So, jetzt ist es egal, wen ich von beiden abschieße. Am besten den hinteren. Rebella kommt sogar ein bisschen näher an den letzten Gegner ran. Ich weiß, ich hätte das wieder mal von Anfang an machen sollen. Ja. Wir haben ein Prisma. Aber ich glaube, ich mache wirklich das Spiel erstmal eben kurz schwerer. So, jetzt habe ich das Spiel schwer gemacht. Jetzt müssen wir noch dem das Prisma ausgeben. Ich mache mal bei allem mehr Leben. So, dann brauche ich auch nicht großartig überlegen. Dann hat jetzt jeder mal ein bisschen mehr Leben generell. So, wir müssen das Dreieck da unten holen. Ich habe das jetzt auf der höchsten Schwierigkeit. Ich kann das euch sogar noch zeigen. Anspruchsvoll haben wir jetzt. Jetzt haben die wesentlich mehr Leben. Weil die waren ja vorher immer sofort in der allerersten Runde tot. Das ist ja langweilig für euch.
So muss ich wenigstens ein bisschen taktischer spielen. Oh, der ist gegen Feuer unempfindlich. Das hätte ich mal checken sollen. So. Okidoki. Listen. So, einer ist schon mal tot. Alter, hat der eine Reichweite. Hiese. Kann ich auch alle vier? Nee. Runter mit euch! In die ewigen Weiten! Warte mal. Guck mal, Leute, selbst auf dem Schwierigkeitsgrad sind die relativ schnell tot. Viel zu leicht. Werden wir nicht übermütig. Ich bleibe schon auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und die sind trotzdem schwach. Okay, gibt offenbar mehr als ein Dreieck. Bist du der Letzte? Scheinbar. Okay, das Heim habe ich auch sofort nur dann, wenn die wirklich schwer beschädigt sind. Mit ihr gehe ich einfach sofort rüber. Die Bombe lasse ich mal in Ruhe. So, das aktiviere ich mal. Gehe dann direkt in den Sprung. Und hüpfe ihm auf den Kopf. So, der wird eh nicht lang leben. Ich hätte ein bisschen weiter nach links stellen sollen. Das war jetzt gefühlt eine komplette Verschwendung. Komm, mach ich noch Feuer auf dem Schuss drauf. Aua. Na gut, ich stehe da auf dem Präsentierteller, ne? So, ganz schlau. Hui! Easy. So, ich habe das Dreieck. Die Frage ist, ob ich das mehrmals verwenden kann. Weil ich brauche es ja einmal da oben, obwohl offenbar ich kann es ja nicht die Treppe hochtragen. Also muss ich es hier verwenden. Ah, so ist es auch richtig, okay. Ich dachte, ich müsste da oben das reinsetzen. Damit haben wir einen weiteren Spark gerettet. Kakophonaut. Was ist das denn für ein Name? Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich sitze hier schon eine halbe Ewigkeit fest. Auch ihr habt hier hoffentlich nicht mehr das Sagen, oder?
Und damit habe ich einen weiteren Mitstreiter. Was kann der denn? Gegen einen Reichweite werden von der Position des Helden entfernt. Ah, damit kann ich sie wegholen. Und das erhöht die kritische Trefferchance. Das wäre Effekt eigentlich für Luigi, weil der macht ja mehr Schaden auf Reichweite. Gebe ich das Mario, das gebe ich Rebella, also dem Beng. Schadensreduzierung für den Heiler, dich muss ich noch aufwerten. Dann passt das so. Bei dir weiß ich noch nicht, was ich nehme. Aber hey, wir haben einen neuen Spark. So, jetzt gehen wir aber auf den Leuchtturm. So, da sind wir auch schon. Und die haue ich jetzt auf die Mütze. Verdammt, er hat in mich reingekrätscht. Okay, alle besiegen. Der da hatte auch Resistenzen, ne? Der wäre gegen Wasser schwach, was ich nicht habe. Feuer kann ich nur bei dem benutzen. Ja, ich nehme mal den Gruppenschläger hier. Rabbit Mario. So. Sehen wir es doch. Machen wir direkt von Anfang an den Schaden bei allen höher. So, du komm hier hin. Das wird jetzt gleich eine Schockraserei geben. Sie müssen nur in Reichweite beide sein. So. Ich wollte, dass der ein bisschen näher ist. Dann kann ich mich nämlich hier hinter verstecken. Und ich nutze seinen, ich greife an, wenn ich angegriffen werde, Effekt auf jeden Fall aus. So. Mich gefährlich schon mal los. Ah, ich bin jetzt auch unempfindlich gegen Feuer. Dank dem Spark. So, Mario helfe ich auf jeden Fall da hoch. Aber so, dass ich mich auch verstecken kann. Hoppa! Tschüss! So, den werde ich jetzt auch los. Die Klinge, die lohnt sich nicht, weil keiner in der Nähe ist. Ah, ich kann den weggrätschen. Ich brauche eine erhöhte Position, das wird sonst nichts. Ja, komm, dann heile ich mit Mario. Guck mal, so sind die Kämpfe wenigstens mal anstrengend.
als ob ich einen Schritt näher ran muss. Ja, zack. Den Feuerschaden nehme ich mal mit. Ich hoffe, ich schaff's rüber. Zack. Easy. So, damit habe ich das Ei. Hat gepasst. Let's zack, au. Okay, hier brauche ich wieder so einen komischen Schlüssel. Kann ich nicht einem von denen sagen, der soll da stehen bleiben? Muss da irgendwie was drauflegen. Ah, da, die Kiste. So, nehmen und rein da. Hier ist wieder ein Gegner. Ich krieg ein Bild geschenkt. Oh, ich krieg Bomben. So, dich brauche ich nicht. Komm her, Bruder. Falsche Taste. Okay, das löst nicht aus, dass er zu einem will. Oh! So, je mehr Reichweite, je mehr Schaden. So, die stelle ich schon mal hier vorne hin. Okidoki. Und Feuer frei. So, ich kann schon meine Bombe kaputt machen. Und zersäbeln. Okay, das Schlimmste ist weg. Jetzt sind es einfach nur noch Bomben. Ja, was sollen die machen? Das sieht aus wie ein Job für Mario. In die ewigen Weiten mit dir. Vielleicht schaffen wir es sogar. Die Bombe hat sich die Weiten sehr gut angeguckt. Boah, geht es hier weit hoch. So, tschüss. Jetzt kann ich die Kiste bewegen. Mario hat gut Schaden gegessen. Dass das immer 120 Münzen kostet. Kann das nicht prozentual sein? Warum muss es immer 120 sein? Ah, wir haben die Spitze erreicht. Boss Time? Ich dachte, wir bekämen eine Filmsequenz.
Oh, ich muss die Augen kaputt machen. Dafür muss ich bestimmt die Bomben verwenden. Showtime. So, dich zersäbel ich einfach direkt. Ja, mit den Bomben. Ich wollte keinen Teamsprung übrigens machen. Das war nicht in meiner Absicht. So, ich treffe noch. Ah, ich kann noch die Augen abschießen. Passt so. Viel zu leicht. So, dann mache ich mal das Auge hier weg. Mit den Bomben ist es aber auf jeden Fall leichter. Ich würde tatsächlich warten, bis die Bombe noch mal einen näher kommt. Und versuchen, die da oben zu snipen. So, ich gehe auf den. Ich will den da weg haben. Epischer Schuss. So, ich will die Bombe nicht vorher schädigen. Aufheben, werfen. So, so komme ich viel weiter, als wenn ich laufe. Mein Hauptziel ist es ja, die Augen kaputt zu machen. Auch mit dir. Hi, Luigi. So, ich mach mal das Portal hinter mir kaputt. Müssen ja nicht extra Gegner erscheinen. Wen treffe ich denn am ehesten? Dich. So. Aua. So, Rebella. Sollte so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Ich will jetzt so machen, dass ich einen von denen jetzt tackle. Oder mit Luigi hier dazu kriege, dass sie wegrennen wollen. Und dann zersäbelt Rebella sie.
So, tschüss. Ich will auf deinen Kopf. Hat so funktioniert, wie ich es wollte. Ein Bonbon ist noch da. Und drei Augen muss ich noch vernichten. Das Portal kann ich logischerweise nicht grätschen. Ich kann Mario die Möglichkeit liefern, dass er was machen kann. Ich konnte sie nie weit genug werfen. Passt so schon. Vielleicht, wenn ich mich in einem bestimmten Winkel hinstelle, kann ich zwei Augen vernichten. Nope. Ja, ist egal, wenn der einmal trifft. Oh, bin näher dran. Aua. Das war sehr negativ produktiv. Wie viel kommen denn da raus? Den Bonbon kann ich gebrauchen. Ja, schade, hat nur eins getroffen. So, weg mit den Augen. Oh, coole Sequenz. Wir haben die Probleme hier gelöst. Du kannst du nur so hoch springen? Du machst Beintraining, hä? Ich bin total euphorisch, weil die Sonne zurück ist und wieder über Strahlestand scheint, Baby. Oh ja, zumindest. Was? Als ihr den letzten Tentakel erledigt habt, hat er ein paar fiese Flüssigkeitspfützen hinterlassen. Also da gibt's was, das ich euch hätte sagen sollen. Es geht um Misera. Und ihre Handlanger, die Sparkjägerinnen. Die waren schon bei mir, bevor ihr gekommen seid. Pizzasauce. Sie haben gesagt, dass sie aus uns einen Pizzasauce machen. Wenn ich ihnen nicht alle Sparks hier aushändige. Meine Wortwahl nicht ihre. Dann werden wir jeden Spark retten, den wir finden können. Wo auch immer.
Die Sparkjägerinnen werden das Nachsehen haben. Seid vorsichtig. Es sind mindestens drei. Und sie sind echt gefährlich, wenn sie rausfinden, dass ihr das von mir wisst. Dann bekommen sie es mit uns allen zu tun. Denn obwohl wir genug gereinigte Finsterzeitenergie haben, um nach Flockenbrocken zu reisen... Okay, nächstes Gebiet ist ein neues Gebiet. ...führen diese Warp-Tunnel in beide Richtungen. Wir können also jederzeit zurückkommen, falls du uns brauchst. Wo ich herkomme, gibt es das Wort... Kolovka. Es heißt wohl Familie. Ihr seid jetzt meine Kolovka. Max-Parken-Stufe freigeschaltet. Kann ich ja auch Stufe 3 hochjubeln. Und natürlich habe ich neue Aufgaben, die wir noch machen, bevor wir hier weggehen. Also, wie viele Aufgaben haben wir denn jetzt hier? Da gibt es nochmal einen neuen Spark. Hier sind drei Aufgaben erschienen. Dafür muss ich 12 Sparks haben, habe ich noch nicht. Noch lange nicht. Das heißt, dafür muss ich nochmal wiederkommen. Und irgendwas ist dann hoffentlich dort. Okay, dann haben wir ein bisschen was fürs nächste Mal. Wo führt diese Röhre hin? Ach, einen neuen Spark habe ich auch noch bekommen. Zwei. Aquarion und Toxis Hacker. Ja, das. Okay, das finde ich auf jeden Fall besser als hier das mit dem Reflektieren, weil das eh so gut wie nie dran kommt, vor allem bei Peach nicht. Ach, ich kann die ja noch aufwerten, ne? Na gut, das machen wir aber alles beim nächsten Mal. Der Part geht jetzt hier schon lang genug. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.